Annemarie Alfeld, die Schlagersängerin, wurde im August 2022 Mutter eines Sohnes. Trotz ihrer Hormonstörung, dem PCO-Syndrom, gelang es ihr, nach der Schwangerschaft wieder Gewicht zu verlieren. Nun teilt sie ihre Erfahrungen und wie sie es geschafft hat. Lange Zeit blieb Annemarie Alfelds Wunsch nach einem Kind unerfüllt, da sie mit dem PCO-Syndrom zu kämpfen hatte, einer Hormonstörung, die eine Schwangerschaft erschweren kann. Doch im August 2022 wurde ihr lang ersehnter Traum wahr, als ihr Sohn Elian geboren wurde. Trotz der Herausforderungen nach der Geburt aufgrund ihrer Hormonstörung gelang es Alfeld, ihr Gewicht zu reduzieren und fast 10 Kilo abzunehmen. In einem Interview mit der Gala verrät die 34-Jährige, dass sie eine homöopathische Stoffwechselkur durchgeführt hat, die ihr half, ihr altes Gewicht vor der Schwangerschaft wiederzuerlangen. Trotzdem betont sie, dass sie sich während der Schwangerschaft nicht unter Druck gesetzt hat und sich darauf konzentrierte, ihr Kind zu versorgen. Für Alfeld spielt es keine Rolle, dass ihr Körper nach der Schwangerschaft nicht mehr so aussieht wie vorher. Sie akzeptiert die Veränderungen und fühlt sich in ihrem Körper wohl. Auch betont sie, dass sie sich noch nie für etwas geschämt hat und dass es wichtig sei, die individuellen Unterschiede der Körper anzuerkennen. Und jetzt gib mir mein Futter oder ich besuche dich um 3 Uhr nachts und schaue dich böse an. Und lass mir ein Abo da.